Hallo, willkommen in Berlin. Ja, hallo, ich bin Charlie von Mozelektor, Moderat und auch Sirius Mozelektor und das ist aber vor allem Funkstörung. Legenden. Oh, danke, Charlie. Lebende Legenden. Ja, wir sind hier in Schneiders Büro. Also ich glaube, wir sind ja wahrscheinlich in einer ähnlichen Situation. Ne? Wir sind alle irgendwie mit einer Drum Machine aufgewachsen. Ja. Am Anfang oder dann mit einer, brauchen noch mehr. Achso, hier. Ja. Ja? Immer das ist dringend. Und Drummaschinen, kurzer Einwurf. Drummaschinen. Alt. Danke. Dann kam elektronische Taschenrechner. Genau. Sehr schön. Da, 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 oder? Genau, da, da, da. Dann kam MIDI. MIDI haben wir. Einmal MIDI bitte. Dann kam ja auch schon der Personalcomputer, ne? Der Personalcomputer. Dann kamen auch die 19-Zoll-Stammtische. Genau. Ui. Oh ja. Ja. Jede Menge gelöt in digital und analog. Wo man heute denkt, das brauchen wir. Kennen wir alles noch, ne? Der Reiz in dieser Sache besteht ja auch, nicht standardmäßige Verbindungen herzustellen. Und der Zufall ist das Entscheidende. Das ist das, was uns inspiriert. Auch dieses ganz. Eigentlich bräuchte ich an jedem Gerät irgend so einen Random-Button, das finde ich super. Gibt's auch einen Random-Button? Wie gesagt, wir haben mit 92 angefangen und 808, dann waren auch wirklich die ersten Tracks, die wir aufgenommen haben. Auf Kassette. Auf ein Ding, eine Session fertig. Auf ein Ding, wirklich die allerersten, die wir mit Gerät aufgenommen. Das wurde so auf Punker Records rausgebracht. Genial. An die Sachen hat er über Jörg gehört. Jörg fand das irgendwie so geil. Super, und hat uns dann für einen Remix angefragt. Und dann mussten wir einen Computer kaufen. Ja, wir konnten ja gar nicht. Wir konnten ja sonst keinen Remix machen. Konnten die Rockets nicht hin. Konnten die hoch. Und dann haben wir so einen Billig-Computer gekauft. Boah, den mit AWE Soundblaster 64 Soundkarte. Der echt ist billig. Und wir haben echt noch auf dem Yamaha Y30. Mhm. Ist nicht analog wirklich, aber das ist schon ein alter Drumcomputer. Haben wir den Beat gemacht und den dann aufgenommen und den Soundvorteil zerschnitten. Und da kam halt zum ersten Mal diese ganze Starter Breaks in den ganzen Kram. Weil es einfach so toll war, dass so, boah, was macht denn das hier? Toll, das hier, Flange Chorus, bla bla, Delay, alles auf einmal und kannst alles zerschneiden und doppeln. Und das war für uns so, what the fuck, was ist das geil? Wusste ich nicht, dass quasi der Björk-Remix im Prinzip die war schuld. Die war schuld, ja. Die war schuld. Und das zweite, was wir dann gemacht haben, in derselben Woche war gut. Wir haben uns nur unterhalten über dieses Feeling, wenn die Glock läuft, wenn alles läuft und trotzdem manche Sachen so ein bisschen daneben. Ja, das die cool. Lesen halt schon auch. Es ist falsch im Dreh und was auch immer oder dann knackst du wieder irgendein Ponti, das ist schon cool. Ich habe auch jetzt noch so Platten überlegt, du hörst das Steve Pontex da an und du merkst richtig, wo er dann mal zu spät einen Fader gedreht hat oder wo der mal einen Ponti knackst oder die ganzen Rosa-Damanen Sachen, super. Oder und dann hast du zu Hause so eine RZ1, die Pontex jetzt als Beispiel und du machst die an und es gelingt dann einzeln zu die Platte, das ist gar nicht mehr anders. Naja, das finde ich super, das macht schon, das macht Spaß und das ist toll, aber wir haben das echt, wir haben es zu lange gemacht, wir haben es zwei, drei Jahre gemacht und da war das für uns Thema Besen. Thema vorbei und dann haben wir das ganze Digitale entdeckt. Für was? Thema vorbei. Nee, wir kommen jetzt ins Digitale. Dann kam der Computer und dann wurde es auf einmal leer im Studio. Ja, extrem beschleunigt die Gespräche, ne? Weil wir überfliegen jetzt immer gerade 10 Jahre. So was von. So, was hast du gesagt? 92, genau. Ja, 92 Jahre. Ja. Von 3 war bei mir auch so. Und dann auf einmal Mitte 90er Rechner, der eine Knie gegangen ist mit 10 GB Festplatte, extern, SCSI, so. Und dann. Ja, so, so. So 500 Megabyte, bitte. Ja, das war so. Und ich weiß nicht, wo. Hast du etwa hier wieder diese Platte gegriffen? Der erste Schritt war tatsächlich, dass wir zusammen Musik gehört haben. Einfach nur uns Lieblingstracks. Ihr habt euch letztens. Ja, also einfach mal gucken, wo der andere gerade so ist. Genau, musikalisch. Ich glaube nicht vor genau einem Jahr, da haben wir uns getroffen. Bei uns es hat die Ringe draußen im Office im Mai 2014 und dann haben wir uns die ersten Sachen angehört. Ja, und dann irgendwie so, ja, spiel mal vor. Dann so. So, also ich fand es auf jeden Fall die Sprache Funkstörung, aber es war halt neu. Ja. Und das fand ich sehr gut. Finde ich immer noch sehr gut. Ja, danke schön.
Ihr habt ja eine Menge Features drauf. Also Vocal Features. Hält sich schön in der Waage, finde ich. Wer ist alles mit bei? Der Hauptsänger ist Anaga, auch Kumpel aus Rosenheim, auch ein Bayer. Wir Bayern können schon auch. Oh, geht ab und zu. Nee, dann haben wir noch Odego aus Melbourne. Können wir auch irgendwie so über Soundcloud gefunden. Ja, alten Weggefährten JJ Johansson aus Schweden. Jamie Liddell, ich meine. Hallo? Hallo? Aber hallo. Adi aus Tel Aviv, auch ganz große, ganz neue Entdeckung. Die uns so zufälligerweise so in den Weg gelegt wurden und wir uns sehr darüber gefreut haben. Und Tabrik Schwiesi, mein alten Kumpel von meinen Solo-Zeiten. Wir haben unsere Instrumental gemacht und das war die sind jetzt schon geil, das kickt schon. Da jetzt auch wieder drüber singen würde. Oh, das müssen wir mal probieren. Und dann war das für uns so, oh, wie flashig. Ihr habt eine Geschichte im Rucksack, ja, die ihr wissen Leute noch kennen, aber die total modern ist. Und diese Sache sozusagen neu, 5 Stunden V2. Genau, das frisch in diese tolle Welt zu bringen, ist glaube ich eine geile Sache. Muss man mal sagen, was wird denn noch los werden? Achso, Album kommt auf Marketing. Das ist echt.